Drehscheibe ist in Bremerhaven. Letzter Teil unserer Tour durch Norddeutschland. Wir besuchen heute die Nordsee-Zeitung. Die Kollegen dort haben sich was ausgedacht, um neue Ideen zu entwickeln. Herr Lindner, welche Themen spielen momentan bei der Nordsee-Zeitung eine große Rolle? Was verfolgen Sie gerade? Ja, wir sind in einer ganz spannenden Situation. Innerhalb der Stadt Bremerhaven ist sehr viel im Umbruch, eine Stadt voller sozialer Kontraste. Deswegen hat Bremerhaven ja auch bundesweit immer schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber je näher man hinschaut, ist diese Stadt eben auch eine, in der sehr viel geforscht wird, in der viele Wissenschaftler arbeiten, in der hochdotierte Arbeitsplätze zu finden sind, hochspezialisierte Leute im Hafen und in der Schifffahrt arbeiten. Und das ist natürlich auch eine Branche nach der Werftenkrise, die sich auch neu erfinden musste. Und diesen Prozess begleiten wir sehr aktiv. Das fordert uns als Zeitung auch heraus, neue Ideen zu finden. Und die neuen Ideen der Nordsee-Zeitung entstehen im Kreativraum. Das ist unser Kreativraum. Und wenn uns eine Idee oder ein Licht aufgeht, dann halten wir das ganz gerne fest, weil wir haben hier viel Material, mit dem wir arbeiten können. Moderationskoffer, Whiteboards. Es gibt viele Denkanstöße, sich einfach mal rauszunehmen aus einem normalen Konferenzraum und aus einer normalen Situation einer Redaktion. Und wir arbeiten hier nicht nur als Redaktion zusammen, sondern abteilungsübergreifend. Und das schafft natürlich Platz für neue Gedanken. Also praktisch, wenn Sie jetzt an einem Thema sitzen und die Kollegen denken sich, wir bräuchten jetzt da Ideen, wir müssen ein Brainstorm machen, dann gehen die einfach hierher, um diese Atmosphäre aufzunehmen und um hier mehr Freiheit zu haben. Ganz genau. Also jeder, der mag, kann sich diesen Raum buchen, wie er einen normalen Konferenzraum bucht, über den Outlook-Kalender. Haben Sie mal ein konkretes Beispiel einer Idee, die direkt hier entstanden ist? Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar auch eine Idee, die die Drehscheibe auch schon aufgegriffen hat. Das Beispiel der Erfolgsgeschichten. Mal eine Themen- und Konzeptausgabe, die sich ausschließlich damit beschäftigt, Geschichten vom Gelingen und von Erfolgen zu erzählen. In einer Region, die natürlich so stark von Kontrasten und Umbrüchen lebt, wie ich es beschrieben habe, war das mal eine Ausgabe, mit der wir in der Leserschaft enormes Interesse bekommen haben, weil die Leute gesagt haben, endlich mal nicht nur die Skandale und die negativen Geschichten, sondern Sachen, wo wir stolz drauf sein können, was wir gemeinsam geschafft haben, was gelungen ist. Ein zweites Beispiel vielleicht noch, die Idee für unser neues Portal, ein Paid-Content-Portal, norderlesen.de, die ist ganz ursprünglich mal hier auch im Kreativraum entstanden und die Idee brauchte plötzlich mehr Mitstreiter. Ne? Das hat ja auch nochmal eine verkäuferische Komponente, eine Vertriebskomponente. Wir brauchten einfach aus anderen Abteilungen auch noch ein paar Mitstreiter und irgendwann wurde der Raum einfach zu klein. In der Zwischenzeit hatte der Verleger die Idee, die alte Druckhalle zu öffnen zu einer Zukunftswerkstatt. Und wenn Sie Lust haben, zeige ich Ihnen das mal. So, und das ist jetzt die Zukunftswerkstatt, von der ich gesprochen habe. Der Verleger Matthias Dietzen-Blanke hat die alte Druckhalle genommen und hat gesagt, lass uns das als Denkraum schaffen für neue Projekte, für neue Ideen, dass uns die Gelegenheit gibt, abteilungsübergreifend eben Teams zu bündeln. Aus der Logistik, aus dem Verkauf, aus dem Vertrieb, aus der Redaktion, aus der Vermarktung, aus der Marketingabteilung. Leute zusammenholen, um größere Projekte wie zum Beispiel dieses Norderlesen-Portal gemeinsam aufzusetzen. Wie leicht erkennbar ist, haben wir hier natürlich Möglichkeiten, den Wind der Veränderung wehen zu lassen. Und der soll eben halt auch spürbar werden. Neben den abteilungsübergreifenden Projekten gibt es dann noch andere Veranstaltungen, die wir hier machen. Assessment Center für Volontäre zum Beispiel. Der Verleger trifft sich hier, um den Auszubildenden seine Vision von der Zukunft vorzustellen. Bei uns geht es ja darum, in Themen, in Inhalten und in Nachrichten zu denken. Wie werden die Menschen zukünftig konsumieren? Und das wird anders sein als heute, klassisch aus der Zeitung.